Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft mit Wasamoon, Daniel, Harpe, Liscario und Maro. Hallo. Alla. Den einen Namen, den du jetzt gesagt hast, der ist gar nicht dabei. Ja, Genau. der hört nämlich nur zu. Ach ja. Macht aber nichts. Wer denn? Ja, aber er ist ja doch irgendwie dabei. Er ist Irgendwie irgendwie sind die dabei. Schüssels alle falsch. Geist ist, verstehe das Wer ist nicht. denn dabei, mein Freund? Ach, warum liegt denn deine Kiste rum, Alter, vorm Was ist das Eingang? für eine Kult bei den Schüsseln? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen zwei Schüsseln? Kannst du da. Manche Sachen kannst du halt nur mit bestimmten Chiseln verarbeiten. Schüsseln, okay. Genau, also wenn du nur Reinforced 1 hast, dann kannst du zum Beispiel nur, weiß ich nicht, Marmor bearbeiten, aber wenn du Obsidian bearbeiten willst, brauchst Und wie du bearbeitet man das Reinforced jetzt mit der 4. Schüssel? Der Schlüssel hat ein Menü. Du kannst hier rechtsklicken und dann kannst du da Ja, aber das reinlegen. macht er ja bei mir ja nicht. Das ist ja das gerade Problem. Ich kann rechtsklicken, wie ich will. Oh Mann, mir fehlen noch 34 Quarz. Wie mache ich das mit der Schüssel? Ich habe jetzt gerade erstmal 64 Quarz zusammen. Na, mir fehlen nur noch 34. Weiß ich nicht, wie man das mit der Schüssel macht. Mann, das ist so ätzend, dass ich da nicht einfach hochkomme, ey. Meistens Das muss ich auch nervt einfach mich nur gerade Schüssel total rechtsklicken ab. machen, oder nicht? Ich geh jetzt Aber wenn ich die farmen. Schüssel rechtsklicken mache, Leute, dann esse ich die. Am Anfang, wenn man dann echt? Diamant draufhaut, Ja. ne? Ach, keine Ahnung. Ja. Habt ihr einen Diamant draufgehauen? Ich nicht. Okay, also wenn man das macht, dann wird ja der Rapier ein bisschen so blau, ne, bläulich. Ja. Ja. Jetzt, ich habe so viel Quarz draufgehauen, dass das Blaue nicht mehr zu sehen ist, sondern nur noch weiß. Ja, nice. Ich glaube, die Diamantspitze lohnt sich echt nicht. Lieber Smaragd drauf, wenn man einen hat. Ja, wie Ja, gesagt, ich habe irgendjemand jetzt hat hier Diamant rumgefuscht. draufgehauen. Kann man irgendwie was wegnehmen? Nee, ne? Nein. Okay, noch eine Frage. Kann man zu einem, wenn man sich jetzt einen neuen Rapier macht, kann man einen neuen Rapier auf den Rapier draufschmeißen? Nein. Oh, fuck. Kannst ihn aber auch mit Vanillium reparieren, glaube ich. Nee, was ich gemeint habe, ist, dass die Effekte von den einem dann Nee, nee. auf den anderen übernommen werden. Doch, wenn du ganz normal reparierst halt. Ja. Warum sind denn hier zwei Wasserlöcher in dem Start gebaut worden? Ach, ich weiß auch nicht, mir auch egal. Opa. Alter, man findet einfach in der Nähe. Doch da, ganz oben, ganz oben. Wenn man in die Hölle kommt, eigentlich fast kein Oh. Quarz mehr, nur noch ganz oben. Ich glaube, dass er Das oben ist keinen abbauen interessant. möchte. Eben. So. Ich glaube, man kann sich, glaube ich, diesen Quarz anscheinend auch auf den Exoskeletthelm packen, ne? Für Bonusschaden. Ich meine, es geht auch auf dem Exo-Helm, ja. Und ich glaube, da ist, glaube ich, der Schadensbonus sogar am größten. Na, was ich immer ausprobieren möchte, ist, wie sich das dann mit den Waffen verhält, die dann 30 Schuss halt haben. Dann pro Das ist Schuss eine plus gute 5 Schaden Frage. kriegst, hast du halt dann schon speziell. Das stimmt. Was sind das denn für kleine Viecher? Achso, Also die sind ich weiß, dass anders. eine Menge Leute bei den Tutorials und sowas empfehlen, halt bei dem Exo-Skelett eine Mischung zu machen aus Leben, Bonusschaden und ich glaube Laufgeschwindigkeit auf den Schuhen. Okay, also wenn man sich Katzengene gibt, kriegt man auch schneller laufen. Ah ja, okay, das ist gut. Du wolltest dich ja eh mit Genen müssen beschäftigen, ne? Genau, mein Problem ist eher, dass ich keine Energie habe dazu. Bei Pferden, da läufst du automatisch einen Block hoch, brauchst nicht mehr Ja, springen. du kannst höher springen als Pferd. Aber hier, das ist halt ein bisschen blöd, weil du eigentlich dadurch eher Nachteil hast, weil du nicht mehr klein springen kannst. Und Das wenn ist du eine einen Tatsache, ne? Eisengolem hast, da kriegst du 5 Herzen 5 extra. HP, genau, das ist das nächste dann nach Was dem. brauche ich? 72 Quarz oder was? Nein,72. du kannst bis zu 144 draufschmeißen. Ach du Scheiße, und was habe ich dann? Schärfe 3 oder was? Nee, du hast gar Also, keine Schärfe drauf, du hast einfach du Sharpness und kriegst Schadensbonus. dein Also, Rapier ich ist nicht habe. mehr plus 4, sondern plus 7 oder 8. Mein Rapier hat jetzt plus 5 statt plus 4 Ah! Schaden und ich Ah! habe 22 Hier sind Quarz Bienen! draufgehauen. Ja, da sind Bienen. Sind Wie Bienen viel Leben lustig? haben Nicht viel, aber es kommt immer mehr, wenn du lange mit diesem komischen Ding da dran bist. Ach, Von da ist ein Nivea. Bienenstock, okay. Ja. Ciao ab. Tschüss. Da So, ist wie viel auch habe ich? Honig drin, Ja, aber ich keine habe Ahnung, wo der genug für ist. mein Rapier! Mein Rapier Na, warte ist mal, ich habe die voll! Töte, kann ich mich in die verwandeln, ne? Ja. Da muss ich wenigstens einen töten. Jo, habe ich. Leute, ich fühle mich so super. Ich habe jetzt nämlich gleich mein Rapier auf höchste Sharpness. Können dann nicht sterben, ne? Das wäre schlecht. Und Wir bin schon dürfen nicht da. kämpfen, bis ich hingekriegt habe, die Enderman-Gene zu extrahieren. Wieso? Ja, das wäre Weil nice. man sich Weil dann porten kann, ohne Nein, dass nein, man nein, Leben nein, nein, verliert. nein. Enderman-Gen sagt, wenn du stirbst, landet dein Gear in deiner Kiste, anstatt zu verlieren. Oh, geil. Oh ja. War das nicht, dass du In dich der Kiste, porten in welcher Kiste? kannst? In der Ender-Chest oder was? Genau. Nee, nee, du hast eine extra Chest in dem Modpack, so eine Ender-Genetics-Chest. Und die Dann musst du bist du irgendwo drin. aufstellen dann oder was, oder? Genau. Genau. Aufstellen, rechts draufklicken, dann ist das verbunden. Geil.
Porno, oder? Bedenken, dass du normalerweise deine ganzen Gene verlierst, wenn du stirbst. Also das ist nicht so im Balance. Einzig blöd ist jetzt, dass falls irgendjemand von unseren Gegnern diese Folge hier hört, der das jetzt auch weiß. Naja, Leute, die sich mit dem Mod beschäftigen, wissen es auch. Ja, aber wie viele halt davon kennst du? Das erste Mod sozusagen, das mit A anfängt, Advanced Genetics. Ja gut, Mann, aber die meisten Leute werden schon von dem Namen abgeschreckt sein, denke ich mal. Das stimmt auch wieder. Alter, Energie. Okay, pro Hit ziehe ich 4,5 Herzen ab. Okay. Ich kann euch sagen, dass ich mich auf jeden Fall in Zukunft mit dem Quantum-Mod ein bisschen beschäftigen werde. Die Quantum-Fallen? Ja, voll geil. Da kannst du so lustige Sachen machen. Du kannst so mit Blocks bauen, die gleichzeitig da sind und auch nicht da sind. Okay, und Schrödingers Block. Hast du jetzt einen Enchanter? Cool. Da ist ein Enchanter, cool. Ja, ohne Witz. Du kannst damit, also was damit gemeint ist, ist quasi, du kannst einen Block bauen, der, wenn du drauf guckst, da ist. Wenn du dich umdrehst und wieder drauf guckst, weg ist. Okay. Und das bedeutet im Klartext, wenn du halt so einen Block baust, ja, und den irgendwo mitten reinstellst, wo lauter TNT sitzt im Gang, und ein Typ rennt da rein, ja, und am Ende ist eine Sackgasse und er will umdrehen, sie dreht sich um, wird der, weiß ich nicht, Wollblock, der dazwischen stand, plötzlich zu einem Redstone-Block und das macht einen Boom. Leute. So. Okay. Wenn du mit dem Rapier Rechtsklick auf ein Schild machst, wirst du zurückgestoßen. Ja, das, nein, das ist dein Dodge. Shadowback. Was ist das? Dein Ausweichen. Das ist die Spezialfähigkeit von dem Rapier. Was machst du nochmal? Wann dodgst du? Was hast du gemacht? Rechtsklicken. Okay. Premium. Okay, erstmal Sharpness draufhauen. Ja, geil, Alter. Soll ich das. Ich probiere den Rapier jetzt gleich mal aus bei einem Mob oder so. Na, auf dieses Lag hier, Er greift zwar etwas schneller an als ein Schwert, aber so viel schneller ist er auch nicht, ne? Oh, doch. Der ist deutlich schneller. Ja. Okay. Wieso ist das blöde Wasser hier? Die Spinne war mit Two-Hit kaputt. Aua! Nutze am Rapier nicht zu sehr ab. Ja, ja. Okay, und was macht den Rapier dann schneller nochmal? Redstone. Redstone, okay, das mache ich dann beim nächsten Mal drauf. Also Sharpness und Redstone drauf. Ja, ich hab leider einen Diamant draufgeschmissen. Also idealerweise, glaub ich, ein Wisserskelett, Sharpness, Haste und Smaragd. Weiß ich nicht. Oder Moss. Das ist also, ja, ich persönlich würde Moss draufpacken, wenn man ihn hat. Ja. Moss? Den wollte ich ja herstellen, dafür brauche ich eine Schüssel. Aber was macht Moss jetzt nochmal? Regeneriert sich. Moss regeneriert automatisch deine Waffe. Ach so. Sofern Sonne da ist. Genau. Okay. Auch wenn es nicht da ist, aber dann halt langsamer, glaube ich. Also mein Schwert ist 6 Damage sozusagen. Mit vollem Quarz-Eimer. Also ich habe jetzt vollem Quarz und ich mache plus 8 Deck Damage. Hab Durability plus 500 wegen dem Diamanten und hab Lifesteal auch noch drauf. Ja, hast du kannst allerdings. Ja, genau, hast du ein Skelett gehabt oder was? Wizard Bone. Genau, ich hab ein Necrotic Bone. Ah, okay. Das ist natürlich nice. Also müssen wir eigentlich noch Wizard-Skelette suchen, ja? Korrekt. Muss irgendwo eine Festung sein. Ja, brauchst eh eine Blaze. Bringt mir was. Wenn wir Nester kämpfen, brauchen wir Blaze. Unbedingt. Wieso? Okay, und jetzt theoretisch, wenn man jetzt genug Bookshelves hätte, könnte ich jetzt noch mein Rapier nochmal enchanten. Wenn du was hast? Wenn man genug Bücherregale hätte, weil ich enchante nicht auf Level 1 oder so. Du kannst theoretisch gibt es noch ein zweites Item, mit dem du einen Slot draufpacken kannst. Wie denn? Es gibt einen. Ich weiß nicht. Da brauchst du einen Netherstar für, glaube ich. Also musst du einen Wizard töten? Mhm. Das ist ja kein Problem, ich brauche Wizard. Den müssen wir sowieso töten, weil wir brauchen unbedingt Wizard-Gene. Ja, eben. Weil da kann man nämlich Wizard mit unseren Autotext. Eben. Bringt mir was Schönes mit aus dem Nether, ja? Fuck, ich hab den Enderman angeguckt. Denk übrigens dran, es kann draußen regnet, also nicht als Blaze rauslaufen aus dem Nether. Ja, klar. Und draußen regnet es auch gerade. Ja, mein ich ja, das war der ich fahre. Ich fliege hier als Biene durch die ganze Zeit. Die Biene ist ja nicht wasserempfindlich. Was suche ich jetzt gerade? Ich brauche schon ein Gas, ich könnte auch aus Gas rumlaufen. Ich farme währenddessen mal normale Materialien. Ich hoffe, ich fliege gleich irgendwann wieder zurück, ich habe keine Ahnung. Ich fliege einfach quer durch und suche Quarz. Das Quarz. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich fertig mit Frames House, ne? Also in Frames House. Ja, für mich selber. Wie viel brauchst du jetzt? Wie viele? 100? Hier macht irgendwas ganz komische Geräusche. Technisch gesehen brauchen wir noch eine große Waffe. An. Was ist das? Ein Enderman? Ach nee, das ist ein Phantom. Das ist schlimm, kann man das töten? Das kann ich töten, ja. Ja, kannst du auch übernehmen.
Idee dahinter ist halt, das hat mir Dado gesagt, wenn du damit rumrennst und diese Exoskelettrüstung hast, leckt deine Rüstung hinter dir her. Das heißt, du bist nicht da, wo du aussiehst, wenn du rennst. Wie nennt man das? So Nether Star? So, okay. Und jetzt drücke ich da mal auf U, dann sehe ich nämlich. Aber das Phantom kann nicht fliegen, ne? Nee. Nee, das Phantom kann nicht fliegen. Was nennt ihr? Broadsword, Longsword? Ancient Stuff. Shiva oder Battle Axe? So, wie viel brauche ich jetzt nochmal von den Quarz? Ich hör immer nur halb zu. Ne? Passiert 72 Quarz. Ich hätte gerne 50. 72, aber das kann doch gesagt, das geht mehr. Ja, das sind zwar das Slot. Ja, du kannst bis zu 144, dann benutzt du halt zwei deiner Slots. Du kannst sogar noch mehr. Dann du kannst benutzt du alle Slots. Slots benutzen, drei, ja. Also 72 und dann... Genau, nur 72. Also es kommt halt drauf an, auf was du es auslegen willst. Ich habe es jetzt auf Stärke ausgelegt. Du kannst ich will, ja... Ich will noch Haste drauf machen dann. Das heißt Redstone? Redstone, ja. Ja, und dann Wizardsknochen oder was. Ein Wizardsknochen, ja, ein Necrotic Bone und einmal Regeneration Diamant, mit Moos. Genau, das war so mein Plan. Okay, passt. Ja. Ich sehe gerade, was kann man, kann man, ist. Kann man vielleicht noch ein Rapier machen oder haben wir zu wenig dazu? Ich wollte lieber ein zweites Schwert noch dazu. Ein richtiges. Gegen ja, okay. Leute mit okay. HP. Ja. Ja, Schwert können wir auch bauen. Ja, bitte. Ich frage welches? Ein Longsword oder ein Broadsword? Ein ganz gutes. Geht beides. Also ich kann beides bauen, so ist es nicht. Ich habe die Materialien teilweise das Broadsword schon Broadsword kann halt blocken. Das Longsword hat auch diesen, hat Lunge. Was ist das? Lunge heißt L-A-U-C-N-C-H? Lunge, wie Lunge? Lunge heißt quasi so nach vorne stürmen, so ein Sprungangriff quasi. Lunge ist noch Mitte. Bist du das? Achso, ja, gut. Nee, es kommt drauf an, wie du Lunge schreibst quasi. Longsword macht eineinhalbfachen Schaden, wenn man charged, also sprintet. Ja, du machst quasi so einen Satz nach vorne mit Lunge. Eine Frage noch. Man macht also, jetzt braucht man aber nur normale Ingots, oder? Für das Manulium Schwert. Nein. Nicht? Mach bitte keine Selbstversuche, wenn du nicht weißt, wie du mit Tinkers machst. Manulium Broadsword, da. Ja, du verbrauchst sonst zu viel Materialien. Vertrau mir, wenn du möchtest, dass ich dir eins baue, mache ich das gerne. Okay. Aber experimentiere nicht sinnlos rum. Das Manulium ist dafür ein bisschen zu wertvoll. Okay, passt. Dann, ich warte in Frames Haus. Ja, ich bin gerade dabei. Also hier. Es gibt quasi vier starke Nahkampfwaffen. Das ist halt Broadsword, Longsword, Cleaver und Battleaxe. Der Cleaver ist der beste, habe ich gehört. Der Cleaver macht am meisten Damage, ist dafür ein bisschen langsam. Ich wollte gerade sagen, ist nicht der Beste, macht halt am meisten. Das Broadsword hat den Vorteil, dass es. Nee, das Longsword kannst du, dass du diesen Charge-Angriff hast. What? Hier ist irgendjemand. Aber ich dachte, wir haben schon ein Rapier, das brauchen wir noch mehr. Du brauchst ja eins gegen Leute, die auf HP gehen. Der Rapier macht ja keinen HP-Schaden so wirklich. Oh, nice! Ja, doch, macht schon! Mein Rapier macht 4,5 Herzen Schaden pro Angriff. Ja, aber das bringt ja nicht viel gegen Leute, die auf HP-Rüstung gehen mit Exoskelett. Ach so. Bin ich schneller um. Was ist das denn hier? Ich hab ein Lama einmal mit mir. Ist das von Hand gebaut? Boah, wie bei mir sich die Welt nicht aufbaut. Auf einer, und darunter sind so Eisengitter und dann ist unten drunter ein Loch. Ja, das habe ich gefragt letztes Mal. Was ist das ist ganz normal, da ist nichts, weil unten drunter ist dann ein Nether-Rack und da geht's nicht weiter, das ist aus. Da ist also nichts. Das muss doch irgendwo für gut sein. Ja, das hab ich auch gefragt. Ja, keine Ahnung, aber es hat keine Verbindung oder so. Ja, das wäre ein Portal zu irgendwo hin, weil es halt auch mitten im Boden ist. Das klingt nicht gut. Wie, au? Alter. Ich hab dich jetzt aber nicht getötet, oder? Nee. An mich hat sich gerade ein Creeper rangeschlichen. Boah, Alter, ich hab mich so erschreckt, weil sie genau in dem Moment, als du au geschrien hast, hab ich jemanden getötet. Das wäre nicht das erste Mal, ne? Ja, das stimmt wohl. Ich will kurz gucken, ob ich da eine Blaze bin. Ja. Gut. Wie geil, hier sind Automaterialien. Ich muss hier ein bisschen minieren. Hier war schon mal jemand. Okay. Lava einmal. Leute, habt ihr zufällig Zuckerrohr oder so? Nope. Essen muss ja fast alle. Scheiße, Feuer. Ich hab auch, glaube ich, noch keins gesehen. Gut, dann werde ich jetzt auf Zuckerrohrsuche gehen, Leute. Ich habe zwei Bibliotheken ausgeräumt mit Büchern. Das ist leider in meinem Grünhaus. Ach, scheiße. Ja gut, dann warte kurz. Ich geh mal in Team Blau. Nein, okay. Regelverstoß. Was schmeiß ich weg dafür? Du Pussy. So. Ich suche einfach mal nach, Was war das? 72, ja? 72 für einen Slot, ja. Korrekt. Und du willst auch 72 haben? Ich hab schon 22 drauf, das heißt, mir würden erstmal einmal 50 reichen. Das wäre super. Sind das für Bäume? Lol.
Was sind das denn für Bäume? 122? 122, dann habe ich schon lange genug. Leute, ich habe Bambusbäume gefunden, ist das normal? Ja. Ja. Kann man mit Bambus auch irgendwie Bücherregale oder so machen? Das ist ein Skelett. Brauche ich nicht. Das wäre aber richtig schön irgendwie. Kannst du gucken, ob du Papier draus machen kannst. Das brauche ich auch nicht. Stimmt. Kann man das Bambus Papier draus machen? Man kann aus Bambus Werkzeug herstellen. Ja, geil. Ein Bogen kann man draus machen, Leitern, Rails kann man draus machen, Bilderrahmen, Zäune, Werkzeuge, Schwerter, Pfeile, Fackeln, noch mehr Rails, eine Skyfe kann man machen. Aha. Eine Moody Pickaxe kann man machen. Ja, super. Ja, eigentlich nur Werkzeugschrott. Moody's Pickaxe. Ja, eine Kran Engine und ein Kleiderwing. ET und F. Kleiderwing. Lol, ein Target kannst du machen. Du kannst so Schießstand bauen damit. Ja, das brauchen wir jetzt unbedingt. Auf jeden Fall. Ein Hangglider, eine Rope Ladder. Okay. Ach, da! Du kannst aus Bambus kannst du dir so eine laufende Truhe machen. Und du kannst dir Sonic Classes machen. Sonic Classes. Ich habe keine Ahnung, was das sich bringt, aber ja, gut. Du kannst damit ein wie nennt man das? Ne? Eine Art Scheibenwischer. Manueller Scheibenwischer. Wofür brauchen wir den? Ich habe keine Ahnung. Ist jemand in der Hölle und hat gerade ein Gas getötet? Nö. Bringst du selber um an den Lianen. Da, was ist okay, da los? Das große Problem an diesem Genetics Modpack ist, dass die Energie quasi im Nichts verpufft. Reinforcement. Unbreaking 2. Quasi irgendeine Art Batterie. Also man kann... Was man dafür verwenden kann? Nee, keine Ahnung. Was ist ein Sledgehammer? Sledgehammer. Ein Schmiedehammer. Okay, dankeschön. Spyglass. Lol, du kannst dir so ein Fernrohr machen damit. Das ist interessant. Alter, ist doch bescheuert. Man kann nicht als Biene hier in unsere Welt rein, weil es so schmal ist. Bürgermeister Biene? Was hast du mit Bürgermeister Biene? Das sagt mir gar nichts. Ich? Mir auch Family nicht. Guy. Achso, nee, sagt mir gar nichts. Da gibt's halt so eine Szene, wo quasi dann eine riesengroße Biene sich einmal auf den Bürgermeisterplatz setzt und dann quasi ich bin Bürgermeister. Ist jemand bei uns zu Hause? Noch nicht wieder. Komm nicht rein ins Haus. Ja, dann ich... So, wieso kommst du nicht sofort rein ins Haus? Der Gas ist zu groß. Ja, der ist ein bisschen groß. Da ist ein Chicken! Ich hab noch nie einen Chicken umgebracht, das tue ich jetzt. Chicken, da? Bam, One-Hit, Alter. One-Hit, no change. So, das mache ich jetzt hier an diesen Toolforge, ja? Ja, genau. Pack jetzt mein Schwert rein. Genau, rechts das Schwert und links daneben unten halt dann die Niederquarz. Okay, links da unten und dann kann ich. Und dann einfach das Schwert wieder rausnehmen, dann wieder reingeben, wieder rausnehmen, wieder reingeben. Ja, klar. Oh, ich habe einen Spawner gefunden, Leute. Ich habe einen Spawner gefunden. Aber überirdisch. Bau mal den Mossy Stone ab. Ist das unter dem Holz, unter dem Strohmann? Ja, Strohmann, genau. Und das ist ein anderes Mod. Der spawnt nicht. Ein Zombie. Der bringt uns nichts. Ein Zombie-Mob-Spawner, finde ich gut. Der ist eigentlich dazu, dass du davor irgendwas anderes machst. Geh weg! Trigger. Ach so, ich habe ihn gerade umgebracht, sorry. Was? Umgebracht? Ich habe ihn abgebaut. Sorry. Ja, ich muss erstmal meine Essensfarm erweitern weiter, weil mein Essen ist bald alle. Ich bin gerade in so einem Bambusbiom, finde aber keinen Zuckerrohr. Ich bin wieder raus hier, ey. Ja, da ich darf die Kurzzeit leider nicht übertreiben, weil Serverlag und so. Oh, nicht gut schon wieder. Nein! Nee, Daniel? Warte, ich bin komplett hier gerade... Weil gerade jemand gesagt hat, Serverlag und so, du machst bitte wieder so eine große Schaffarm, okay? Ja, genau. So, ja, ich bin wieder draußen, okay. Super. Weil wir da so viel Wolle brauchen. Ja, sicher, Alter, ich will mehrere Betten haben, was soll das? Du musst aufpassen, dass ich mehr als 270 drauf mache, oder? Genau. Ja, genau, wenn du mehr drauf machst, hast du automatisch einen neuen Slot verbraucht, das habe ich unabsichtlich gemacht. Quarz, habe ich 71 von 72 drauf, okay. Wenn ich jetzt noch ein Quarz, genau. Jetzt musst du nur noch ein Quarz dröfeln, das lösen. Ach, siehste. So. Ich weiß jetzt wieder, wo ich bin, das ist gut. Ist gut. Okay, ich finde kein... Boah, das ist ein Riesenbaum! Wieso habe ich die Lama Jack X nicht? Oh. Lumberjack X, lol. Da ist selber eine. Wie schreibt man die? So.
Aus was hast du es gemacht? Aus Holz oder was? Aus Bronze. Das hier muss das Ding, was ich hätte ausräumen wollen. Skaktus, Bone, Obsidian, Netherrack, Slime, Paper, Kobalt, Ardit, Copper, Bronze. Kein Essen mehr hier oder was? Wieso zeigst du mir nicht an, wie macht man sich so? Ne? Ach nein, das geht wieder nur mit Dinkers Construct. Oh. Kannst du sie mir ganz kurz borgen? Nein. Bitte nur für den einen Baum. Nein. Wieso nicht? Wie viel Redstone darf man denn draufpacken? Steht dran. Nee, steht eben nicht dran. Bei mir steht nichts dran zum Machen. Leg einen Redstone rein, dann steht's dran. Nee, tut's nicht. Oh Mann, Maru. Ja. Wieso darf ich mir deine Axt nicht ausborgen? Du hast 15 Stacks Holz damit gemacht. Nur einmal, bitte. Nein, das ist die 5x5 Bäume gehen eh nicht. Wieso nicht? Wieso kann ich keine Redstone drauf? Weil die Axt so 3x3 abbaut. Und by the way, das sind keine 5x5 Bäume, die ich hier sehe. Also ich muss das ist eins. Antun, ja? Das ist, und dann wir das ist so ein Monster-Scheiß-Ding. Ja. Da steht bei mir nur: The main way to prepare or charge your tools, place a tool and material on the left to get started. Blöcke oben, kleine Staffs unten. Andersrum. Wenn du nur Redstone hast, ohne die Blöcke, musst du oben hinpacken. Ich hab ein Haus gefunden. Da müssen noch Redstone Blöcke drauf, oder was? Blöcke kannst du auch benutzen, damit du mehr raufkriegst. Wir hören das Haus. Wohnt da jemand? Hä? Okay, da ist keine Wolle dran. Da kann keiner wohnen, da ist keine Wolle dran. Jetzt sind schon Stunden hier rum und so. Ja, aber ich kann die nicht darauf tun. Das geht nicht. Hä? Das ist eine Witch. Wieso nicht? Wieso greift mich die Witch nicht an? Stirb an AIDS? So? Da steht immer nur the main way to repair or charge, bla bla bla. Ich komme mal vorbeigeflogen. Leute, ich habe gerade eine Witch umgebracht. Ist das nicht super? Ja. Ja, ist super. Warum hat sie mich nicht angegriffen? Das verstehe ich nicht. Weil du eine Fledermaus bist. Ja, aber Fledermaus. Die sind ja nicht Hostel, solange sie nicht bedroht. Ach so, das wusste ich nicht. Ich meine, da muss ich ehrlich sagen, da gibt es auch so eine Art Verbesserungsvorschlag für den Mod eigentlich, weil. Ja, Maro, wie geht das? Wieso packst du dein Schwert dahin? Wenn du als Creeper herumläufst, dass du ja nicht attackiert wirst von den Creepern. Nee, muss nicht. Du musst schon dahin. Ja. Hier unten, Redstone oben. Ich hab gerade mein erstes Schwein gekillt, WTF. Ah, du kannst gar keinen Haze draufpacken, oder was? Ich kann keinen Redstone draufpacken, nee. Ich glaube, das Ding ist zu schnell, da kann gar keinen Haze benutzen dann. Diese Lags machen mich fertig, ey, du kannst im Ernst. Also, müssen wir uns noch überlegen, was wir draufpacken. Also bei mir ist es im Moment relativ. Ja, pack das drauf, was ich. Pack dir drauf, wie heißt das nochmal? Wie war das? Boah, ich kann nicht mehr kämpfen. Pack dir einen Wither-Knochen drauf, einen Emerald drauf. Ich hab keinen Wither-Knochen. Necrotic Bone. Und was macht ein Emerald? Ja, 50%. Emerald 50% mehr Haltbarkeit. Und ist sogar besser als ein Diamant, aber ich hab leider. Das Ding hat 3000 Haltbarkeit, also machst du es gerade dreimal Diamant. Eben. Also braucht's nicht eigentlich. So, das Viech ist tot, ich hab mich verwandelt. Ich brauch keine Haltbarkeit nicht auf der Waffe. Also, ich kann noch das Buch aufmachen. Also, du kannst. Was ist das Scroll? Ich hab einen Witch-Spawner gefunden. Duration. Hilfe! Haste. Mach doch mal die Tür zu, wenn ihr hier reingeht. Achso, Speed geht nicht auf Waffen, deswegen. Hilfe! Okay. Ich bin gewithert! Hilfe! Ja, nein! Ich will nicht sterben! Bitte nicht! Skelett zum Skelett. Gott. Hilfe! Wir könnten einen Lavakristall drauf machen. Ist jetzt Set Mobs on Fire. Das geht auch bestimmt für Spieler, oder? Ich bin gerade zu dumm, den Wither auszuwählen. Wo ist ein Wither? Da. Lavakristall? Wie macht man den Lavakristall? Indem du. Hier Magma-Creme. Hier Blaze. Halbes Level! Und einen. Boah, mit einem halben Leben! Lava-Eimer. Also steht halt nicht dran, ob man das auch gegen Spieler einsetzen kann. Steht halt nur Smelt Blocks, SR Harvested, Set Mobs on Fire vor 3 Sekunden, Stacks with Luck. Oh. Mit Silky. Mit einem halben Herz habe ich überlebt, Freunde. Der Lapis ist Luck, das braucht man natürlich auf einer Waffe nicht wirklich. Looting, so. Doch. Looting wäre cool. Schaf. Nee, Fiery, wir brauchen Fiery. Fiery, das ist, wenn du was abbaust, das Blaze ist sofort. Powder. Nee, das ist Autoforge, wir brauchen Blaze Powder. Ja, und was ist dann Fiery? Ja, Feuerschaden. Every 5 Powder adds another second to the flame. Ach, shit happens. Hättest du mir das früher sagen können, hey? Halt, Witzerknochen ist Nekrotik. Jeder Knochen gibt ein Herz. Daniel, ich hab dir den Quarz in die Kiste getan, in unseren Raum hinten. Okay, super, danke dir. Wir brauchen Blaze Watts? Also in die Hölle schon wieder. Hm. Ich muss mal Gold besorgen, danach komm wieder in die Hölle. Mein Problem ist, ich hab kein Essen mehr. In die Hölle. Ich bin gerade am Essen sammeln, also ich bin eigentlich gerade am Zuckerrohr suchen, find's aber nicht und daher töte ich die ganzen Schweine hier.
Haben wir denn irgendwo Mossy Cobblestone oder Mossstone? Ja. Nur 7 Stück. Du brauchst einen Eimer Wasser und 9 Cobblestone, dann kriegst du Mossy Cobblestone. Den du natürlich nicht zum Moos machen solltest, sondern einfach dann nebeneinander legen zu. Da wohnt schon wieder eine Witch wetten. Mossball. Ich verstehe die Welt nicht, stell Alter. Mach dir Mossy Cobblestone, stell dir ein bisschen her. Dann, wenn das so einfach ist. Ja. Yeah. Einfach mit Eimer Wasser, das ist ja easy. Ja, Eimer Wasser und Cobblestone drumherum. Das ist echt easy. Da machst du Mossy mit? Ja. Also zumindest die Modpack. Geil. Alter, wie viele Schweine! Ich habe gerade schon 22 Fleisch ohne Looting oder so. Das sind so viele Schweine. Ja, wir müssen uns auch mal um Nahrungsproduktion Gedanken machen, ernsthaft. Ja, in so einem Über was? Farm was für Produktion? Ja, meine Kuhfarm ist ja schon am Wachsen. Achso, die Farm, ja. Soll ich kein Wasser vom Endpunkt nehmen? Sag mal, gibt es ein Enchantment, wo man dann Eier von den Tieren bekommt? Ich Depp hat mich vergiftet. Es gibt ein Enchantment, ein Gen, mit dem du von jedem Objekt auf dieser Welt Pilzessen herbekommst. Ja, klar, das weiß ich, aber es gemeint war eigentlich, wenn ich eine eigene Farm basteln will, zum Beispiel. Ja. Es gibt Harvester für Tiere, ja. Autobreeder. Also kostet alles Strom. Oder Kohle. Lalilula, ja, Strom. Keine Kohle? Ja, wie du Strom auch herstellst. Okay. Ich hab einen Goldader gefunden, wie geil. Oh mein Gott, Leute, wir haben kein Problem mehr mit Essen und so. Ich habe gerade ein Biom gefunden, wo es die ganzen, wie heißt das nochmal? Das ist Barley und aus, ich glaube, 3 Barley machst du ein Heu. Ja, du bist diesen Weizen-Ding da. Hm. Voll da geil, du Alter. Sichel. Du brauchst eine Sichel, die habest du 3x3. Eine Sichel macht was? 3x3 abbauen. Wirklich, mit einem Hit? Cool, warte. Schau ich mal gleich an, wie ich mal die mach. Wie macht man sich sowas? So eine Skite heißt das, ne? Ja, eine Skite, das ist die aus dem Tinker's Craft. Es gibt auch noch eine andere. Sichel? Was heißt Sichel auf Englisch? Bin ich dumm? Keine Ahnung. Ich habe eine Goldader gefunden, da waren 19 Goldböcke, 19 Gold nice. Drin. Lol, die schreibt man wirklich so. Sickle. Okay. Cool. Die macht man sich aus. Ich habe leider nur Holz mit, oder? Ja, ich habe leider nur Holz. Stein wollte ich haben, genau. Ich kann nur Steinsickel machen, so ist es nicht. Wooden-Sickel, das geht aus. Wow, 3 Blöcken und ein Stick, ist das ein Witz. Und die baut wirklich 3 Dinge ab, das ist cool. Deine machst du Mossy-Stone, oder? 3x3x3. Ja, würde ich mir jetzt gleich machen wollen. Denk dran, also ich kann euch ein paar geben dann gleich, weil ich brauchst ja quasi 9. Nur ja, Eimer und drumherum quasi. Genau. Ich kann euch 5 noch geben, dann ich muss eben schmieden. Haben wir eine ewige Wasserquelle hier irgendwo? So. Ne? Bei mir. Bei meinem Garten. Jawohl, Leute, ich habe eine Sichel. Oben. Eine Sichel. Oben? Werde ich mal versuchen, mit meinem Leck da hochzuklettern. So, warte, was werfe ich denn jetzt weg, weil das ist so unnötig gerade. Hallo. Ich hau die Strings weg, ich hau die Cotton Seeds weg, ich hau die Coffee Bean, ne, die behalte ich mir, Tomaten. Also, da konnte ich das nutzen. Ich komm mal runter. Brücke. Die Folge ist gleich zu Ende, wir haben noch 2 Minuten ungefähr. Ja. Ja, es läutet hier auch schon. Deswegen komme ich gerade wieder runter, ich denke mir, das ist vielleicht cleverer. Ja, Alter, das ist voll geil, Alter. So, Autorepair hat mein Schwertchen. Juhu. Und by the way, ich glaube, das sind nicht 3x3, sondern das sieht eher aus wie 4x4 oder so. Okay. Warte, wenn ich jetzt das Erz einschmelze, habe ich ja doppelt so viele, ne? Eigentlich. Ein Herzchen, ey, dein Luggage hat mir mein Herz geklaut. Dann holst du halt raus. Unglaublich. Voll frech. Ich habe auch meine Axt wieder rausgeholt, weil selbst wenn das Ding da rumsteht. Holt sich das einfach alles, was in der Nähe ist. Ja, mein Zeug bleibt mein Zeug. So, also. Also wenn ich über das Spawn so in die Luggage verteilen, weil alles meine, die keiner rausrauben darf, dass ich abbauen kann. Was wolltest du jetzt mit dem Mossstone? Ja, 7 Stück geben hier. 7? Ja, du kannst nur 8 herstellen, du brauchst 9. Ich kann nur 8 herstellen? Ja, du hast 8 Steine und einen Wassereimer, das sind 8 Mossstone. Achso, ja, ich muss ja erstmal Wasser holen. Aha. Weil ich bring's einfach vorbei. Ist das Wasser danach weg, oder was? Ja, der Eimer auch. So Leute, ich würde sagen, wir beenden hier jetzt die Folge, denn es gibt Leute, die Intros haben. Ja, also, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.